So, grüßt euch, da ist er wieder mit einem neuen Video. Und zwar, wir sind heute an der unteren Tunguska mal, um da ein bisschen zu angeln, mal zu sehen, was kommt da nicht. Wir haben versucht, oder werden es versuchen, jetzt auf der Eschen zu gehen, auf den Lennock und auf die Bafo. Ja, ich zeige euch drei Kunstköder, ja, Dreier, mit denen es am laut einigen Aussagen am besten momentan funktioniert. Wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. So, und da sehen wir schon unsere drei Auserwählten. Einmal haben wir hier den Popper. Dann haben wir hier zwei Spiker, den 16 und den 18. Und wir angeln hier mit unserer Segun Ultima, mit der Medium. Warum haben wir eigentlich die Medium genommen? Um das mal ganz kurz zu erklären. Bei der Medium ist es so, dass es Low- und Round-Profile gibt, also die schweren und leichten Bytecast-Rollen. Und die Konventionalrolle kann man da dran machen. Und da dachte ich mir so, hey, wenn da alle drei Sachen gleichzeitig gehen, also nicht gleichzeitig, aber alle drei Sachen gleich gemacht werden können, probieren wir die einfach mal aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob es jetzt schwere Fische sind wie ein Königsdachs, ob es jetzt leichte sind wie eine Esche oder eine unmaßige Bachforelle oder Buckellachs oder so. Die schlägt sofort aus. Man sieht es sofort, ob man was dran hat oder nicht. Ne? Auch wenn vielleicht die Schnur vielleicht gerade nicht straff ist. Ja, aber man merkt es halt einfach. Die hat wirklich eine super weiche Federung und alles. Also ich muss sagen, ich bin von der Route echt begeistert. Das waren die besten 19.000, die ich je in dem Spiel investiert habe. Jetzt fehlt mir natürlich noch die richtige Rolle dafür bloß noch. Aber die wird mit der Zeit auch kommen. Ja, ganz wichtig ist immer bei den Rollen darauf achten. Ja, ob der bei der leichten Seite oder bei der schweren Seite. Immer auf das Wurfgewicht achten. Ja. Weil das ist nämlich davon abhängig, wie weit ihr werfen könnt. Ja. Ich habe hier für die leichteren Köder habe ich extra die Rolle genommen. Die nehme ich auch sehr gern für Ultralight-Fischen. Ja, weil die hat die Spezifikation ultraleicht angeln, Weitwurfrolle. Dazu habe ich die mir jetzt gestern ein bisschen ausgebaut. Und zwar ist neues Getriebe rein, eine Kugellager, Rollenbremse, Spule, alles umgeändert. Muss sagen, ist schon super. Also mit der kann ich echt wunderbar angeln. Ja, und ich zeige euch denn gleich, wie jedes Mal, wie ihr habt, ne, was kriegen wir in Kescher, was läuft am besten. So, ich war jetzt hier 2 Stunden lang für euch unterwegs, habe jetzt getestet, was geht nicht. Und zwar konnte ich das wunderbar sehen, nach den Timen. Also ich habe hier alles von hier an bis zum Timen geangelt mit dem Popper. Dem Popper habe ich geschiftet, ja, um das Gieren zu imitieren. Und zwar, ich habe meine Rolle auf 50 eingestellt. Ja, habe die Shift-Taste dazu gedrückt gehalten und habe halt einfach bloß einmal die linke Maustaste gedrückt und losgelassen, um das Gieren zu machen. Ihr könnt natürlich auch die Geschwindigkeit anders einstellen und mit der rechten Maustaste das imitieren, also das machen mit dem Gieren. Ne? Einmal bloß dabei dran denken, dass er die Route richtig schön zur Seite haltet und dann geht das eigentlich schon. Ne? Also mit dem Popper war sehr gutes Angeln, ne? Wie man sieht, ja, sogar ein Timen, ne? Bei einem 7 Kilo Vorfach ist das echt schon überordentlich, dass wir den gekriegt haben. Eine Trophy wurde uns jetzt hier nicht geschert, aber naja, man kann ja nicht alles haben. Aber ich würde sagen, wenn man das hier mal ansieht, ne? Arland, das war so ein ja, komischer Fang, den es mal gibt. Die arktischen Echen kamen die ein oder andere, sogar auch 2 mit Kilo, also knapp über 1 Kilo und 1,4. Bachforellen kamen die eine oder andere. Ja, Buckellachse kamen auch relativ viele, auch 2 mit über 1 Kilo, das war auch schon mal schön. Ja, Lennock kann man auch, ne? Entschuldigung, ein paar schöne zusammengekriegt. Ostsibirische Echen waren ein paar mehr da, also. Bei dem, wo die Trophy noch fehlt, mit ein bisschen mehr Zeit investieren und so, denke ich mal, könnte die eine oder andere drin sein. Timen hat man zum Glück nur einen, aber der hat schon Spaß gemacht ohne Ende. Muss ich ganz ehrlich sagen. Am besten hat sich jetzt der Popper bewährt. Ja, muss ich ganz ehrlich mit dazu erwähnen. Also wenn er auf Masse gehen wollt und relativ gute Größen, die Größen fand ich jetzt beim Spiker besser. Bei dem Grünen, aber der Schwarze lief nicht ganz so perfekt.
Aber der Grüne, der lief recht anständig, muss ich sagen. Auch ein bisschen was über ein Kilo und so. Ne? Gucken wir uns auch noch an, was die Fische gebracht haben. In 2 Stunden 724 Silber. Ich bin immer so, wenn man mindestens 300 Silber die Stunde kriegt, kann man eigentlich zufrieden sein. Ne? Also, untere Tunguska, momentan der Spot, der läuft eigentlich wunderbar. Ihr seht, habt das. Bei den Spikern habe ich ein bisschen immer variiert, kam auf Setter drauf an. Ne, war es ein bisschen wärmer, habe ich ein bisschen langsamer eingezogen. War es ein bisschen kälter, habe ich es ein bisschen schneller gemacht und so. Ja, das kann man so ein bisschen variieren. Also ich bin immer zwischen 25 und 30 von der Geschwindigkeit hin und her gejumpt. So, und das war es eigentlich auch schon wieder. Ne? Zeigen, wie man angelt, brauche ich euch nicht. Das wisst ihr alle selber. Ne? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen ruhig nach unten, ist kein Problem. Aber sagt bitte, was ich noch verbessern kann. Ne? Das wäre ja eigentlich immer ganz cool, ne? Weil nur wenn er das macht, kann ich mich verbessern und ihr könnt dann sehen, ob die Verbesserung eintritt oder nicht, ne? So, dann wünsche ich euch natürlich weiterhin Petri Heil, viel Spaß, ne? Und gute Fische. Bis zum nächsten Mal.